Im Dutzend gefährlicher. Hey ho Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Legend of Zelda. Wow, ich hab mich versprochen. Wow, kommt ja so selten vor. Mein Gott, was habe ich mein? Ja, nee, schön Anmoderation. Hey ho Leute, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hey ho Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rayman Legends. Doch nicht Zelda, ne? Oh, traurig. Im letzten Part habe ich mich von ein paar Minotauren nicht wirklich verprügeln lassen, sondern hab Globox mit seinem Schild über Lavaflüsse und Seen gelotst. Okay, das war jetzt nicht das, was ich hätte machen müssen. Hallo, meine Liebsten. Oh, ja. Gelotst, der gute Globox ist leider des Öfteren an schweren Verbrennungen gestorben, nachdem er in Lava gefallen ist, beziehungsweise von mir getunkt wurde, teilweise sogar, weil er Spanken nicht dazu in der Lage gewesen ist, intelligent zu sein. Und wir wissen ja alle, was passiert mit dummen Menschen, die. Okay, das war sogar richtig. Die werden in Lava getunkt. Und so habe ich mich dann entschlossen, im nächsten Level über Mighty Number 9 und mein Let's Play darüber zu berichten, beziehungsweise einfach mal ein bisschen darüber zu erzählen, für was es denn erscheint und wann und so Zeug halt. Ja, und Mighty Number 9, ob das kommen wird, weiß ich noch nicht so ganz. Och. Und jetzt aufpassen. Wow, ich bin nicht schlecht. Ich bin erstaunt, dass ich das wirklich so hingekriegt habe. Gut, ich habe mir überlegt, mal so Shovel Knight, Mega Man und Mighty No. 9 gleichzeitig zu Let's Playen. Das heißt, ich sage jetzt Stopp mit Rayman Legends, Stopp mit Zelda, weil es zu dem Zeitpunkt noch läuft. Was eigentlich nicht mal so unwahrscheinlich ist. Weil das Spiel. Obwohl, wir sind jetzt. Also, wir brauchen jetzt noch zwei Dungeons. Und dann ist es mit dem Bossfight soweit. Aber ich weiß, die Dungeons dauern lange. Ich gehe mal davon aus, dass die so circa 10 Parts in Anspruch nehmen, obwohl das nur eine ganz, ganz, ganz grobe Schätzung ist. Ah ja. Und wenn bis zu dem Zeitpunkt halt noch. Oh, ich hätte eiskalt diesen Bonuslevel jetzt vergessen, wenn da, also nicht gesehen, wenn da jetzt kein U gekommen wäre. Läuft. Ja, also Rayman Legends und nee, Mega Man und Shovel Knight und sogar noch Mighty No. 9 gleichzeitig zu Let's Playen wäre eigentlich so eine Idee. Ich halt sag jetzt Stopp hier mit den Projekten. Erstmal Capcom-Reihe. Ne, ich bin gerade am Überlegen. Rockman. Rock 4, ja, das hört sich nicht schlecht an. Da wisst ihr jetzt schon, wie der Titel für dieses Let's Play heißen wird. Rock 4. Für diese Let's Play-Reihe, das trifft's eher. Rock 4. Also, wenn das wirklich was wird und ich sage, Rock 4 ist richtig, also Rock 4 wird es geben. Bitte neu starten. Rock 4 got confirmed, ja. Rock 4. Das hört sich irgendwie echt nice an. Aber so hätte ich meinen Kanal nicht genannt. Rock 4. Bam, Digga, was willst du tun? So, ja, wenn das wirklich was wird, dann werdet ihr das in einem Informationsvideo auch noch sehen. Hoch. Hätte ich dich fast übersehen, mein Freund, wärst von kleinen fleischfressenden Freunden Münzen gefräse würden. Oh, genau wie diese liebe Sibylle. Sibylle. Alter. Hier ist nichts. Nein, da ist. Oh, jetzt sieht das nach was aus. Mann. Also, jetzt, wenn es was wird, dann seht ihr das natürlich in einem Informationsvideo. Und wenn nicht, dann ist es jetzt ein Insider geworden. Rock 4. Jeder, der diesen Insider noch in 4 Jahren kennen wird, der kann Rock 4 immer wieder in die Kommentare schreiben. Bam, 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 was? Nein. Och! Da hätte ich sogar noch hingekriegt. Oh mein Gott, nein, bitte nicht. Ich habe euch doch gar nichts getan. Ich habe nur eure
Vorfahren oder eure Freunde oder was auch immer das für Dinger gewesen sind, in die Lava geschubst. Was habt ihr gegen mich? Was habt ihr gegen Rockform? Rockform, ja gut. Rockform, allgemein, für jeden, der das jetzt nicht versteht. Rockform, Rockman war der Name von Mega Man in Japan. Und deshalb Rockform, wow, sowas von krass. Obwohl ich glaube, Shovel Knight würde ich früher starten. Jetzt hat das gar nicht mehr den Effekt, den es bei seiner Enthüllung haben sollte. Auch schade. Naja gut, es würde ja eh nicht jeder diesen Part hier so weit sehen. Wow. Ich habe wirklich Fans, die nicht mal 5 Minuten einschalten. Ich bin enttäuscht von euch allen, die schon abgeschaltet haben. Naja gut, also jetzt. Genug Enttäuschung gezeigt. Die armen Menschen möchten doch einfach nur ihr Leben leben. Haben doch auch nur Zeit für sich selber. Mein Gott. Ja. Hölle, Hölle, Hölle ist auch so ein toller Name für ein Level, ne? So nach Hölle sieht das jetzt hier eigentlich meines Erachtens nicht aus. Aber da ist ja schon der Globox. Der wird das natürlich ändern. Oh, Backe. Du bist echt so eine Type, die kann man sich echt geben, mein Freund. Du kannst dich gediegen. Naja gut, du kannst dich einfach mal den größten Spanken. Nein. Ich glaube, das ist falsch. Warte mal, gehen wir mal hier hin. Du kannst dich so ziemlich den größten Spasten in diesem Let's Play nennen. Der gute Herr Kaspor hat gerade herausgefunden, dass er richtig gelegen hat, dass der andere Weg falsch gewesen ist. Warte. Genau so. Ja, da kann man sich doch schon mal auf die Schultern klopfen. Aber... Ah, das kann man gar nicht drin. Okay, das hätte ich in die andere Richtung bringen müssen. Ja gut, passiert, was soll ich dagegen tun, hä? Warten. Gut gemacht. Von mir natürlich. Also. Wupp. Machst du das bitte? Lonely. Wie ist er nochmal? Murphy. Oh, so war das. Genau. Okay. Warten. Lass mich mal überlegen. Gut gemacht. Ausgezeichnet, Lobox. So geht nicht schlecht. So, jetzt müssen wir aufpassen. Da wird jetzt nämlich interessant. Ach du Schandandia. Geh mal bitte rein. Gut. Genau, mein Freund. Und jetzt kriegst du. Lava ist nicht bis Stream geflossen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr wirklich, was ich jetzt eigentlich sagen wollte. Vor. Immer noch nicht schlecht. Na gut, also die einzige Sache, die uns hier noch trennt, ist dieses H. Wie krass vor. Bam, was geht ab? Das wird jetzt wieder lustig oder was? Da hätte man echt einen schönen Screenshot von machen können, aber ja. Also jetzt gut aufpassen, das ist nämlich ein Hölle Level. Das war vorher nicht ganz und jetzt muss ich aufs Gamepad gucken. Aber jetzt geht's richtig los. Warte.
Okay. Ja, Rayman Legends ist auch so ein Spiel. Da gibt es viel Musik, viel schöne Musik. Da hätte ich es jetzt aber selber machen können. Und deshalb, ja, deshalb hat man natürlich auch die Musiklautstärke ein bisschen weiter oben, weil wenn dann einfach die Musik im Vordergrund sein soll, dann kann man ja nicht das Rauschen vom Mikrofon im Vordergrund haben, ne? Geht ja nicht. Okay, gut, soweit so gut. So, weit so richtig. Alter, ich bin nicht schlecht. Wow. Boah, ich erinnere mich noch an LPM, der in diesem Level so gerusht ist. Aber der ist ja nicht. Der hatte, glaube ich, mehr Versuche gebraucht als ich bis jetzt. Und das Let's Play vom Table Tennis Gamer zu dem Spiel habe ich mir auch reingezogen. Das habe ich mehr gefeiert, ganz ehrlich. War auch so ein Let's Play, weswegen ich ihn auch geguckt habe. Jetzt bitte nicht! Sonst schalte ich mein Mikro. Scheiße! Mann! Ich hasse dich, Hund. Sonst schalte ich mein Mikrofon auf lautlos. Kann ich ja gar nicht mit einer Aufnahme, dann werde ich das bearbeiten müssen. Oh, habe ich keinen Bock drauf. Aber du bist jetzt im Glück ruhig. Ach, du Schandandia. Ja, schlag dir doch. Ah, du Hundesohn. Ah, du Hundesohn. Wer? So ein Scheiß Vollspasti. Ach. Oh Mann, ich wäre ja sowas von abgegangen. Ich bin ja sowas von abgegangen in dem Level eigentlich. Ich hasse dich, Globox. Ich hasse dich so sehr. Du bist der Grund, warum meine Träume zerstört werden. Und warum ich AIDS habe. Und der letzte wird auch mit Lava dem wird auch mit Lava eingeheizt. Und jetzt müssen wir uns noch zum Ziel begeben. Das war's. Wie weit? Okay. Kacke. Ja. 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 Scheiße. Na gut. Bis zum nächsten Part von Let's Play Rayman Legends. War ein bisschen kürzer jetzt. Aber was soll's. Zwei Level sind okay. Ich werde jetzt ein bisschen Offscreen Session machen und einfach nur Level zu 100%, also durchspielen mit ihren ganzen kleinen Level. Und im nächsten Part sehen wir einen ganz wunderbaren letzten richtigen Level. Bis zum nächsten Part von Let's Play Rayman Legends. Und ein Musiklevel, ja, auf das wir zuhören, Freunde, ja. Tschüss.